Hallo, wir sind Kari Kari und das sind unsere 5 Fotos aus der Vergangenheit. Wir sehen einen Mann und eine Frau, wie sie das tun, was sie lieben. In ihrer Urform. Ja, das war von unserer ersten Tour in Australien. Und das war ein Gig in Sydney, der irgendwie dort entstanden ist. Und es war so ein bisschen so die Highschool-Abriss-Home-Party, auf der man immer schon sein wollte. Also es war so ein Raum mit so einem Kamin-Sims und so richtig, eigentlich amerikanisch. Dann haben sie so einen kleinen Garten gehabt, haben so Lichter aufgehängt und in so einer Öltonne, die haben es mit Eis und mit Bier angefüllt, das haben sie so einen Euro verkauft. Und dann ist die Hütte abgerissen worden. Also wir haben gespielt und 2 Bands aus der Gegend. Und es war wirklich so Busenblitzer. Girls, die ihre Shirts einfach durch die Gegend werfen. Und ich habe da, das ist meine legendäre Gitarre, die ich mir nur gekauft habe, weil mein Hals abschrauben kann. Weil ich mir dachte, damit wir Kosten sparen beim Fliegen, habe ich die Gitarre meinen Hals abgeschraubt und in mein Gepäck rein. Und es war natürlich eine absolut beschissene Idee, weil die Gitarre jedes Mal extrem verstimmt war. Also ich glaube, ich habe tatsächlich dann gar nicht mit der Gitarre dann gespielt, weil es so, also weil es nicht gestimmt zu kriegen war. Da bin ich noch mit dem Didgeridoo am Schlagzeug gesessen und habe das alles gleichzeitig gemacht. Also super. Ich meine, man sieht sie von unseren Blicken. Ich meine, wir haben es einfach genossen und wir waren da generell in so einer Hippie-Blase die ganze Zeit dort und haben uns einfach gedacht, oh, wie geil ist das Leben. Das ist ein analoges Foto, das die Steffi gemacht hat und es zeigt mich, wie ich, das ist nämlich ein Eckerl von der Kamera, es zeigt mich, wie ich gerade was für unser Video filme. Also wir waren für 2 Wochen in Japan und haben da das Video für Nothing Sold in Yesterday gefilmt, gemeinsam und eben die Jacke hat eben die Steffi gemalt. Für uns ist ein Lied dann fertig, wenn wir so ein Bild dazu im Kopf haben oder ein Video. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir da so einen, dass das halt irgendwie, wir wollen so unsere eigene Welt bauen. Irgendwie. Also dass das so wie Alice in Wunderland in so diesen Kaninchenbau reinkommst und dann halt alles so irgendwie schön und geil ist. Wir nehmen ja auch einen Großteil selber auf und ich mische es meistens so mal rough. Und wir machen alles falsch. Wir haben auch damit gehadert vielleicht ein bisschen, aber irgendwann sind wir einfach drauf gekommen, ja, aber wir spüren es halt irgendwie so. So fühlt es sich für uns richtig an. Und wir machen zwar alles falsch, und aber wurscht. Es ist halt, ich glaube, am Ende kommt es davon an, ob man es spürt oder nicht. Wir sind sehr große Japan-Fans und die Steffi wird ja in Japan öfter auf Japanisch angesprochen. Also ein bisschen wirkt wie eine Halbjapanerin. Überhaupt in Asien ist ganz, ganz arg. Absurd. Auch wie ich in Thailand war, das war wirklich so, wenn ich da durch die Straßen gehe, fangen alle an zum Flüstern und kommen mit so Fotos daher. Ja, ich schaue genau aus wie der thailändische Popstar und sie wollen jetzt unbedingt ein Foto mit mir machen. Und da haben die gesagt, dass sie das Foto im Restaurant. Genau, im Restaurant, war ich in einem Restaurant und sie sind, also die haben mir alles geschenkt und. Und dann haben sie ein Foto gemacht und gesagt, ja, das Foto drucken sie aus und krieg einen Rahmen und das hängen sie dorthin. Also wirklich extrem arg. Also es ist irgendwie so, das Schönheitsideal in diesen meisten asiatischen Ländern, ja, ist halt so. Die Wangenknochen, das taugt ihnen, das haben sie immer, ja, chick, chick. Also es ist irgendwie so diese Mischung halt, dass es ein bisschen asiatisch ausschaut, aber es ist schon ein Unterschied, aber es schauen wirklich alle vom Schema aus wie die Steffi einfach. Also, ja, das ist ein gutes. Ja, das bin ja ich. Ich meine, jeder, der das Video Mapache bis zum Schluss gesehen hat, der kennt diese Szene und das ist das, was hinter den Kulissen passiert ist. Weil da waren wir, glaube ich, sehr früh, was die zum Sonnenaufgang haben wir eben noch diese letzte Szene gedreht, wo ich dann eben gefesselt von diesem bösen Mapache da am Boden liege. Es war sehr unangenehm, ich habe sehr gelitten da auf den Kieseln. Und jedenfalls, was man da zwar nicht sieht, ist dann das Lagerfeuer, was noch so ein bisschen gebrennt hat und über mir eine Drohne. Also wir haben 3 Dinge getan, die sehr verboten sind. Eben also, Feuer im Nationalpark, Drohne fliegen im Nationalpark und dann gefesselter Mensch am Boden. Und jedenfalls war die Polizei vorbei, gell? Und du merkst richtig, ich fand das Fenster runter, gell? Und schauen so raus. Everything okay? Everything okay?
Und wir alle so, Scheiße, jetzt zahlen wir sicher fuck, mit 2000 Euro Drohne, Strafe. Ding und eben ich da am Boden, keine Ahnung, was sie sich gedacht haben, was da gerade passiert. Und er hat sich dann eigentlich nur abgehauen und ist weitergefahren. Und eine Minute später kommt er noch einmal zurück, steigt aus und so mit dem Handy. Macht so ein okay. Selfie mit mir am Boden. Das war bei unserer Bühnenprobe, bevor ich unsere letzte Tour angefangen habe, haben wir so unser ganzes Bühnenkonzept und so und auch Spezialeffekte einmal getestet. Und zum ersten Mal, also noch nie vorher irgendwie. Und deswegen dauert es auch so lang, weil ich habe echt Angst gehabt davor. Ja, das ist unser Feuerspucken. Wir haben einen Flammenwerfer, Didgeridoo, und das ist eigentlich so entstanden, wir haben einen Fan aus Salzburg, den Eugen, und der ist Shoutout, ja. Und der ist nach einem Konzert oder so mal zu uns hergekommen und gesagt, ja, also Pyrotechnik ist sein Hobby. Und wenn man was brauchen soll, muss man melden. Und ich mir dachte, puh, gefährlich. Und irgendwie ist das so ein bisschen in unserem Gehirn gerattert und irgendwann genau, gesagt, wie kann man das einsetzen? Wie geil wäre ein flammenwerfendes Didgeridoo? Und ich habe ihm das geschrieben, ein E-Mail, und habe ihm einen Rammstein-Live-Video-Referenzlink mitgeschickt und haben so also gedacht, er wird zu schreiben, okay, kommt runter, ihr seid sich Rammstein, das ist nicht das Ernst-Happel-Stadion. Und er hat halt zurückgeschrieben, voll begeistert, ja, super, genau, da wollen wir hin. Und er kennt auch den Typen von Rammstein. Ist schon mal was passiert? Das gar nicht laut sagen. Das ist nicht. Nein, ist noch nie was passiert. Und wenn, dann eh noch mir. Also verkehrt herum. Du lachst jetzt. Was? Du lachst jetzt. Weiter zum nächsten Bild. Das war im Lido Berlin. Und das war, wie wir uns verbeugt haben, auch da hat der Masahiro Saito, ein japanischer Fotograf, hat uns da gerade erst nach Berlin gezogen ist und uns gleich geschrieben hat. Voll. Und war so ein bisschen ein Breakthrough-Moment. Also wir haben, ich kann mich erinnern, wie wir diese Show in Berlin gebucht haben, habe ich mir gedacht, so, boah, hoffentlich wird das nicht peinlich, gell, dass da irgendwie so 10 Leute sind. Oft waren irgendwie 550 Leute im Willen. Und das war so ein Konzert, wo wir gewusst haben, das ist wirklich wichtig. Und es war aber auch gleichzeitig eins unserer besten Konzerte. Wenn nicht das beste Konzert. Ich glaube, das den machen wir schon. Da, oder? Das ist meine Mama. Perfekt. Wir sind da. Hallo, Mami. Es ist schon irgendwie ein arges Gefühl, wenn man so in ein anderes Land fährt. Und wo, dann, wo man eigentlich noch nie so richtig war in der Stadt. Und auch da noch nie so richtig, so ein Konzert, irgendwie so ein Headline-Konzert gespielt hat. Und dann geht das Licht aus und du hörst so richtig, wie es halt rauscht im Raum und alle pfeifen und Ding. Und das ist, war echt, dass man dachte, geil. Voll. Und jetzt. Für uns bildet eine Erkenntnis, glaube ich, dass man eigentlich keine Wahl hat, als das zu machen, was man steht und was man eben spürt auch. Und ich hoffe, ich glaube auch, ich bin überzeugt davon, dass wir in 5 Jahren noch immer etwas machen, das wir spüren. Sonst müssen wir was anderes machen.